Wir sind die Mächtigkeit in Unterhosen. Kanan Grave ist zurückgekehrt in die Akademie von Raya Lucaria von Let's Play Elden Ring. Ja, mir ist mittlerweile selber aufgefallen, dass ich vergessen habe, der Finger, angehenden Fingerjungfer, die besondere Shabriri-Taube in den Rachen zu drücken. Mal sehen, ob ich dran denke, wenn wir hier erstmal fertig sind. Doch bevor wir dies tun, wollen wir diesen Fackelträger erst einmal von hinten auf die Nuss hauen. Ja! Naja, bei diesem Aufzug bin ich ein paar Mal gestorben in meinem Stream. Goldene Rune Nummer 4. Also, Stufe 4. So, nicht wie Stufe Furcht, vielleicht auch das. Weil ich einfach Dinge probiert habe, ausprobiert habe. Ich habe versagt. Oh, ich habe versagt. Und da oben liegt irgendwas Cooles rum. Umweg versuchen. Oh ja, da habe ich damals ein Weilchen rumprobiert. Oh, Prozessionisten. Okay, den Berg aufwärts angreifen ist manchmal schlecht, wenn man mit seinen Spaten hier den Graben umgräbt, anstatt die Füße des Feindes. Interesting. Warum bewegt sich dieses Rad hier nicht? Welchen Zweck mag es erfüllen? Ich habe keine Ahnung. Es sieht aus, als wäre es mal irgendeine Art Mühle oder sowas gewesen. Kristallwurfpfeile. Ich muss doch nachgucken, was sie eigentlich tun, diese Kristallwurfpfeile. Verbraucht den Werfen und Magie. Achso, sie verursachen Magieschaden. Okay, das ist nicht das, was ich gehofft habe, dass es ist, sondern das waren diese betörenden Äste. Kann ich die eigentlich selber herstellen, diese betörenden Äste? Weil das habe ich mal irgendwann als Tipp bekommen, aber ich glaube nicht. Nein, das sieht nicht danach aus, als könnte, hätte ich dieses Rezept schon irgendwo gefunden. Ja, gucken wir mal, ob ich das in nächster Zeit tatsächlich mal dazu kriegen könnte. So, noch weiter nach oben. Glaube ich. Wobei, man weiß es nicht. Denn fahren wir einfach mal ein Stückchen weiter nach oben. Hier war Mr. Fackel, oder? Ah. Ja, setzen wir erst nochmal hier runter. Hier ab. So, Mr. Fackel 2. Cool, dass sie immer noch explodieren können, wenn man sie ein bisschen anhaut. Da geht's runter. So, guck mal, das sieht nach nichts Dollem aus. Das sieht immer noch nichts Dollem aus. Das da hinten könnte etwas Dolles sein. Das ist eine Zwischenebenenwelt oder sowas? Egal. Das kriegen wir jetzt wohin. Ja, wir landen sicher. Hier waren wir aber vorher noch nicht, ne? Ich kann jetzt nicht an die Feinde gucken oder schauen, ob die Feinde entsprechend tot sind, weil wir haben ja gerastet in der Zwischenzeit. Ich nehme das übrigens relativ nah am Anschluss. Oh Gott. Steht hier wieder auf? Hier wird bestimmt... Hier steht irgendwas auf. Alles. Da vorne ist irgendwas. Ach so, ein... Von hinten auch... Ja, sag ich doch. Oh, und ein Wicht. Du hast zwei Wichte. Haha! What the fuck, was machst du denn da? Haha! Hahaha! Hoho! Hihi! Haha! Nein! Der Meisterfußgänger hat versucht, mich zu Fußgängern. Steht da nachher noch was? Nee. Da steht doch nichts auf, so? Ich weiß, dass es sehr gefährlich ist für mich, ohne Schild rumzulaufen, aber ich möchte gerne einfach mal... Ich mag den Playstyle gerade extrem. Auch wenn das meine Tode nach oben schnellen lässt. Asche der Flugmarionettensoldaten. Ach, da sind die Wichte Flugmarionettensoldaten, glaube ich. Dann schauen wir uns diese Asche doch auch mal an. Ne, das waren die Soldaten. Flugmarionettensoldaten. Diese Geister von Flugmarionettensoldaten wurden ursprünglich als Diener eines Zauberers erschaffen. Diese Geister sind mit Sensen, mit langen Griffen bewaffnet und können auch mit Feuertöpfen aus der Luft angreifen. Eine Beschädigung kann zu Fehlfunktionen führen. Okay, ich glaube, das haben wir eben zumindest gehört. Ich will nicht sagen gesehen, aber gehört. Aber wo gehört? Gehört sich hier nichts weiteres gepflanzt zu haben für die, oder aus Sicht der Entwickler. Also keine weiteren Schätze zu finden, das will ich damit gesagt haben. Außer da drüben kann man, glaube ich, wieder nach oben fahren.
Die Frage ist, will man das? Wobei das... Oh, ein unteres Zahnrad. Okay. Da unten geht es auf jeden Fall noch weiter. Nice. Aber bevor wir das probieren... Das hier ist wahrscheinlich... Ja, das muss der ganze normale Weg wieder nach oben sein. Die Frage ist... Ich weiß es nicht. Ich war im Let's Play... Ja, im Stream tatsächlich... Ein bisschen enttäuscht von den Subgebieten, nenne ich es jetzt mal, die man über diesen Aufzug, die mit dem Aufzug miteinander verbunden sind, aber ich glaube, das kann ich ein bisschen besser erläutern, sobald ich mich dann etwas weiter nach unten bewegt habe. Ja, oh, verdammt, da fuhr schon die nächste Plattform runter. Mich erinnert dieser Aufzug hier frappierend an die... knappo. Frappierend an diese... Aus meiner Sicht unsäglichen Aufzug. Da wäre noch was gewesen, glaube ich, oder? Jo, wir fallen mal nach unten jetzt, würde ich sagen. Jawohl. An die aus Demon's Souls. Oh, hi. Denkt was? Oh, es nimmt Anlauf. Es nimmt Anlauf. What? Nein, nein! Bitte nicht totknabbern. Danke. Stehst du auf? Rein raus, das rein raus Spielchen. Nom 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 nom. Ja, yeah, I'm alive, bitch. Okay. Ja, komm noch, komm noch, komm noch. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Mach die Kiste weg. Oh! Ja, es ist besonders dann verwundbar, wenn es das Röckchen aufmacht und die Tentakel rauskommen. Ich bin mir nicht... Erinnert ihr euch noch an das, was der Patches gesagt hat? Dass es hier irgendwie unterhalb der Akademie einen Apparatus gibt, der mit einem bestimmten, mit einem zukünftigen Beat irgendwie verknüpft ist. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Aber ich vermute, dass damit diese Kreatur gemeint ist. Diese mechanische Kreatur. Falls es eine Kreatur... Oh, die hat aber ordentlich Grund gegeben, möchte ich mal sagen. Und ansonsten... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Weg damals gefunden habe. Andererseits wüsste ich nicht, wie ich sonst wieder zugekommen sein sollte. Na, egal. Der Langschwanz-Katzen-Talisman. Also eine Katze, die sich mit ihrem eigenen langen Schwanz verheddert. Nein, mehr sage ich dazu nicht. Gewährt Immunität gegen Sturzschaden, schützt aber nicht vor einem Tod aus, durch Sturz aus großer Höhe. Lacrima entstammt den Fabeln von Raya Lucaria und ist dort als Feenkatze beschrieben, die liebend gern im großen Glockenturm spielte. Und dann runtergefallen ist? War das ja mal der große Glockenturm? Man weiß es nicht. Ja, ich wollte gerade einfach nur nochmal testen, ob man mit Doppelwaffen hier im Power Stance blocken kann. Aber nein, das geht nur mit Einzelwaffen, die man wie Messer in beide Hände nehmen kann, weil sie mit doppelten Doppellungen kommen. Oder so ähnlich. Haha! Ist das dieses Zwischenteil, was ich eben gesehen habe? Könnte. Könnte. Komme ich jetzt wieder von da... Ja, da könnte ich drauf springen. Aber eigentlich will ich ja nach oben. Was mache ich denn? Und? Ja, yeah, I'm alive! I'm alive! Yeah! So, ich habe gerade gesehen, man kann hier ein Stückchen runterfallen. Ja, hätte das gedacht, dass das funktioniert. So. Jetzt geht's wieder nach oben. Ich weiß noch nicht, ob das... Ja, es könnte durchaus sein, dass das das gewesen ist, was ich eben gedacht habe, dass es das gewesen ist. Das hier war der untere Weg. Und ansonsten bin ich etwas unschlüssig, ob es das schon gewesen ist. Nee, Moment, 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 Moment. Das hier war das schwarze Loch. Nee, Moment, ich kann da noch mal... Weiter unten, glaube ich. Okay, dann habe ich mich ja völlig vertan.
Dann fahren wir nochmal weiter nach oben. Ja, dann geht's, glaube ich, nur noch relativ geradeaus weiter. Und noch weiter nach oben wüsste ich jetzt auch nichts. Okay, dann haben wir jetzt... Moment, das sage ich gleich, wenn ich hier oben angekommen bin. Okay, ich glaube, diese Runde haben wir völlig umsonst gedreht. Also, ob da sonst noch was ist, ich habe... Interessant. Keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, ich bin damals im Stream auch schon ziemlich viel mit dem Aufzug hin und her gefahren und hier und da mal runtergefallen oder runtergesprungen und mehrfach in den Tod gestürzt, um so andere Positionen noch zu erreichen auf verschiedenen Höhenebenen, wo ich dann dachte, ja, dann kann man die vielleicht doch nicht erreichen. Und war dann so ein kleines bisschen enttäuscht, weil das Ding so riesig, so spektakulär ist. Uch, ich habe vergessen gerade, wo mein Hauknopf ist. Egal. Wir werden uns halt langsam hier durchmögeln. So, mach mal Licht an. Okay. Ah, eine einzelne Kammer hier. Sehr gut. Runde Fallen und Gesocks. Hausschriftrolle. Aha. Ja, das... Diesen Geheimgang habe ich nach ganz viel Rumprobieren gefunden. Und Handbuch des Schimmersteinmetzes. 5. Weil, ihr erinnert euch vielleicht, außerhalb in der Nähe des Aufzugs habe ich ja eben auf diesem Vorsprung einen Schatz gesehen. Und dann habe ich versucht, das ist der noch nicht, aber ein Spiegelstein 4, yay. Und ich habe versucht, diesen Schatz aufzutun und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, irgendwo hier in diesem Gemäuer muss ein Geheimweg sein, weil man sonst dann nirgendwo drankommt oder rankommt. Und dann finden wir hier den Zugang zu den Felsen. Man kann die Felsen hier weiter erklimmen. Muss jetzt gerade selber nochmal gucken, wie das ging. Und genau, da ist es. Springen voraus benötigt. Dann nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Oh ja, das war gut. Und finden die Schimmersteinkrone von Haus Olivinus. Okay. Wir haben mehrere Dinge gefunden. Und zwar... Moment, die Hausschriftrolle. Gibt dies einem studierten Zauberer für mehr Magie eine Schriftrolle der Akademie für von Raya Lucaria. Sie enthält überragende Zaubereien, die Gelehrten beigebracht werden, die der Steinkrone und den Lehren eines bestimmten Hauses würdig sind. Kann einem studierten Zauberer übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Zaubereien zu erhalten, die Schimmerstein, Kometensplitter und Sternenschauer. Hatte ich das eigentlich schon vorgelesen? Ja, weiß ich nicht mehr. Kann sein. Und dann hatten wir noch... Handbuch des, Schimmersteinmetzes. Magiefett mit Kordel, Knochen, Zauberknochenpfeil, Zauberknochenpfeil gefiedert und Zauberknochenbolzen. Leider keine, ich bring dich auf meine Seite Zeug. Also diese Wogen der Geilheitsgefühle, die wir unseren Gegnern uns gegenüber entfachen können. Glaube ich zumindest. Lohnt sich das ja drauf zu übernachten? Na, jetzt gerade noch nicht, jetzt noch nicht. Vorne steht so ein Wicht rum. Da drüben war, glaube ich, jetzt nichts mehr. Genau, genau. Ah ja, stimmt. Ich habe vergessen, die Schimmersteinkrone. Oh. Das ging ja flott. Und ich habe mich völlig gar nicht gesehen. Aber du scheinst nur so ein Standardwicht zu sein. Okay. Oh, Fark. Ich könnte meine Runen ausgeben. Das soll ich tun. Das soll ich wirklich tun. Sorry. So, die Schimmersteinkrone. Eine der Schimmersteinkronen, die nur den Gelehrten von Raya Lucaria verliehen wurden, deren Bemühungen man als würdig erachtete. Erhöht Weisheit auf Kosten der Lebenspunkte. Die Linie des Hauses Olivinus begann mit dem Zauberer Lusard. Und seine Anhänger setzten sein Studium der Meteore fort. Und wir bekommen 3 Weisheit dazu. Cool. Das bedeutet, mit dem Teil könnte ich diesem magischen Katana Nummer 2 durchaus weiterkommen. Da wäre ich ja jetzt fast schon da, wenn ich nochmal den entsprechenden Wert aufstufen würde. Aber nein. Ich brauche mehr Lebenspunkte. Definitiv. So langsam brauche ich mehr Lebenspunkte. Sonst habe ich irgendwann starke Probleme und Zeug. Jetzt sehen... Synchron zaubern! Aha! Moment, was passiert? Kann ich...
Brauche ich mein Radagon-Siegel gerade eigentlich? Weiß ich nicht. Ich könnte aber etwas gegen Magieschaden machen. Wobei ich jetzt noch weniger Lebenspunkte habe. Aber dafür nehme ich auch weniger Schaden. Keine Ahnung, ob sich das ausgleicht. Okay, drei Wichte. Au, au. Und ein Topf. Lauf! Lauf! Sauf! Okay. Habe ich noch mal ein Magie-Teil? Okay. Ja. Ich habe das Anziehen eigentlich anders verstanden, aber was soll's. Dann komm her, Topfo! Aha! Ja, hier brauche ich jetzt. Au! Scheiße! Haha! Bist du in Rom? Mach, was die Römer machen. Sich überbrechen. Ja, da ziehe ich. Ja, toll. Ja, gut. Das ist die scheiß Perspektive hier. So, okay. So, hast du jetzt Angst? Ich hoffe, du hast Angst, du Arsaki. Ha, ha, ha. Mördor hat es geschafft, diese Tür nicht von dieser Seite zu öffnen. Okay. Und wir haben diese Schatztruhe freigeschaltet. Nice. Ein Ritualtopf. Ich glaube, das ist eine stärkere Variante unserer normalen Töpfe. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon welche von gefunden oder noch nicht? Dieser leere Topf repariert sich seltsamerweise selbst, wenn er kaputt geht. Ein besonderer Gegenstand mit größerer Kapazität als ein gesprungener Topf. Ein unentbehrliches Gefäß zur Herstellung von Ritualtöpfen. Die darin versiegelten Materialien und Magien zeigen ihre Effekte, wenn der Topf geworfen wird. Sollte ich da mal was... Was können wir denn Feines damit machen? Bluttopf. Erhöht Blutung oder sowas? Ne, oder ist das... Sind das die... Moment. Was für ein verdammten Art von... Wenn das mindestens bei den nützlichen Objekten stehen würde, ob das jetzt ein großer Topf ist, oder sind das hier alles große Töpfe? Nee, das sind... Oder habe ich noch gar keine Rezepte für die großen Töpfe? Heiligschaden, Gift, Stink, Schlaf, Groll. Werfen, ruft rachsüchtige Geister. Wir können 8... davon herstellen. Nee, ich glaube, ich sollte einfach davon mal... Drei Stück. Einfach mal zum Testen. Das geht mal weg. Das geht mal weg. Und dann kann ich jetzt hier meinen Rachsuchttopf einmal hintun. Okay. Die Tür merken wir uns für später. Gruppe voraus. Okay. Dann versuchen wir uns mal hier so ein bisschen... Okay, da, die gucken alle weg. Das ist gut. Da steht noch ein Arsch auf der Treppe. Haha, ich habe das Geländer bestochen, du Sack. Jetzt komme ich zu dir. Oh. Das habe ich gehört, das habe ich gehört. Ich komme jetzt auch zu dir. Ich habe dich auch gehört, deswegen komme ich jetzt auch zu dir. Komm, kannst du mal dein Hammelbeinchen ein bisschen schneller? Danke. So. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Na gut, dann warte ich eben nicht auf dich. Aber da wir das dankenswerterweise der Geländer bestochen haben. Okay, viermal. Das sieht aus, als wäre es kaputt. Nein, doch nicht. Was haben wir denn hier für einen geilen Balkon? Der Nebelbalkon. Krunkfinger Medici. Kann ich hier nach oben gehen? Nein. Ich weiß nicht, wozu diese Halbschüsseln gut sind. Normalerweise findet man da irgendwie so Sternensplitter oder wie das Zeug heißt. Irgendein verbrauchbares Item. Und ich weiß nicht genau, ob man damit irgendwas anstellen kann.
Moment, ein schönes Bild. Oho, eine edle Dame. Gehüllt in weite Gewandung, damit man die Problemzonen nicht so erkennt. Moment. Achso, das war das Ding, was mich vor der Gruppe gewarnt hat, gell? Genau. Ja, man weiß, ich würde so als Architekt mit Geheimgängen und so, ich würde sowas hier einbauen. Okay, Gruppe nicht mehr voraus. Erfolgreich entgruppiert. Ah, verstehe. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich wusste, dass hier noch sowas war, aber das war das einzige Regal, glaube ich, wo keine Bücher eingebettet sind oder reingestellt worden sind. Ja. Da man ja nicht unbedingt weiß, was sich hier so verbirgt. Danke, dass du mir die Nachrichten direkt unter den Füßen wegziehst, Spiel. Und hier drin haben wir den Kometenkraft. Die Kometenkraft. Ist das der? Ja, das ist der Komet. 52 Weisheit. Ja, ist klar. Feuert einen großen magischen Kometen ab. Eine Schimmersteinzauberei der Akademie von Raya Lucaria feuert einen großen magischen Kometen ab. Diese Zauberei kann wiederholt und in Bewegung gewirkt werden. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Die größte aller Zaubereien von Haus Karolos. Nur wenige Zauberer haben sie jemals gemeistert. Und da haben wir noch was. Einen Steinschwertschlitzel. Allein dafür hat sich das gelohnt. Wahrscheinlich mehr als für die Zauberei. Weil ich weiß wirklich... Also, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das Spiel mehr Wert darauf legt, dass man, ich nenne es jetzt mal so Sekundärwerte, auch wenn du stärkere Waffen benutzt, hochzuleveln als die eigentlichen physischen Werte wie Stärke oder Geschicklichkeit. Wobei bei Stärke geht's noch, da gibt es durchaus einige, wo du, sag mal so, aber eigentlich so ab 30 Punkten Stärke, würde ich sagen, bist du so gut dabei, dass du so fast alles benutzen kannst. Und wenn du es halt nicht einhändig benutzen kannst, dann halt zweihändig. Bei anderen Werten, die jetzt stärkere Waffen dann als Voraussetzung haben, also ich nenne sie jetzt mal Sekundärwerte wie Glauben oder Magie oder Arkan geht, glaube ich, noch, aber Glauben und Magie, da musst du teilweise echt abstruse Werte erreichen. Und deswegen, ich weiß doch nicht genau, ob ich den Charakter jetzt vielleicht doch nicht mehr in Richtung Magier oder sowas zusammenbauen möchte. Ein Topf. Wir können ihnen nicht trauen. Mal kurz gucken. Hier steht wenig drin, aber es kann die Hinterhalt voraus. Hört, hört. Wertvolles Objekt voraus. Normalerweise kann man eigentlich auf Gegner auf... Ach so, Hinterhalt. Diese hier. Nehme ich mal an. Okay. Dann reichen mir zwei Hiebe. Oder gibt's... Wo die kleinen sind, kommt normalerweise auch ein großer. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo hier ein großer herkommen soll. Da vorne ist noch ein kleiner. Okay, hätten wir die schon mal platt gemacht. Ne, da ist noch einer. Ich habe meine Augen und Ohren und Penisse überall. Ach so. Ich möchte das Objekt holen. Der Götzenschulen-Talisman. Okay, wunderschön. Dann gucke ich mal. Kein Hinterhalt. Das gefällt mir. Der Talisman einer Schule von Götzenmagiern. Dem Albtraum der Akademie. Die Urströmung ist eine verbotene Tradition der Schimmersteinzauberei. Für ihre Anhänger ist die Verwandlung von Zauberern in kosmische Saat, aus der neue Sterne entstehen, nichts als ein weiterer Pfad auf dem Weg des Gelehrten. Das ist interessant. Verwandlung von Zauberern in kosmische Saat. Wir wissen ja, die Sterne lenken das Schicksal. Und eventuell, na wobei, das ist glaube ich jetzt zu früh, da noch was zu sagen. Das ist etwas, was mir kürzlich im Stream der Gedanke gekommen ist, nachdem ich eine andere Erklärung gelesen habe. Oder eine andere Sache. Ich hoffe, ich denke dann später dran. Oho, ein Tür. Ach, das ist die Tür, die wir eben gesehen haben. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Das ist genau, oder? Wie geht's weiter? Achso, hier oben. Ich laufe drauf zu, drehe mich immer um. Ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Das Übliche halt. Okay. Eine Nebelwand.
die ist lustig. Eine Nebelwand, die ist schön. Dadurch kann man dieses Mal nicht mehr den Boss von außen sehen. Töterie. Agile Person, habe ich genug Lebenskraft dafür? Das, was weiß ich schon. Es ist der rote Wolf von Radagon. Oh. Da kam die Rolle raus, nachdem ich gerollt bin vorher. Heilige Kacke. Vielleicht soll ich meine Waffen nicht beidhändig führen, sondern... Ich habe was getroffen! Yeah! Oh, ich liebe diesen Gegner so sehr. Okay, sauf! Schnell! Danke. Ich liebe es, wenn sich Angriffe so abartig überlappen. Ist auch geil. Ich liebe es, wenn die Rolle rauskommt, nachdem du... Der Bossrun ist weitaus einfacher, als ich gedacht habe. Ah, dass meine Seelen jedes Mal da hinten sein müssen, ist so scheiße. Yay! Oh, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Darf ich mir meine Seelen mal holen? Wo sind sie? Habe ich sie? Nein. Doch, habe ich. Cool. Fark. Okay, der eine macht nicht viel. Danke. Gegen die Wand gelaufen, der Trottel. Okay, da kann ich drauf reagieren. Ja! Den Schwanz abschlagen! Und er ist erlegt! Ich kriege einen Speicherstein von diesem Schwein. Ich hätte es mir, glaube ich, weitaus einfacher machen können, wenn ich einfach ein Schild benutzt hätte. Aber hey, wo ist die Freude daran, gell? Außerdem möchte ich eure Schätzungen, die meiner Meinung nach für meine Tode viel zu gering gewesen sind, gerne weitaus übertreffen. So ein Arsch bin ich, sage ich jetzt. Egal. Was ist jetzt das Deprimierende daran? Ich bin, glaube ich, für den Kampf total überlevelt. Und ich bin trotzdem gestorben wie ein nasser Sack. Okay, es reicht auch nicht genau, um ein bisschen aufzuleveln. Und das ist der Grund, ich glaube, wenn ich meine Lebenspunkte deutlicher fokussiert hätte, anstatt meine Magie, dann, ja, wäre das... Sagen wir mal so, ich habe das Spiel für mich sehr viel schwerer gemacht, dadurch, dass ich so wenig Lebenspunkte gelevelt habe, als das theoretisch sein müsste. Weil was viele Leute sagen, ist, dass in diesem Spiel ist Kraft... Also nicht die Stärke, sondern halt Kraft, was die Lebenspunkte erhöht. Das neue Adaptability aus. Was war es? Dark Souls 2, genau. Wo eigentlich jeder, der gesagt hat, wenn du dich nicht am Schild... Wobei, in Dark Souls 2 war es eigentlich auch noch eine valide Möglichkeit, sofern du einen halbwegs guten Schild gefunden hast. Muss ja nicht zwangsläufig einer sein, der 100% physischen Schaden blockt, weil die sind da ja doch durchaus selten. Aber da war es noch valide, sich bei vielen Gegnern hinter einem Schild verstecken zu dürfen. Das haben sie irgendwie ab Dark Souls 3 rausgepatcht. Also nicht ganz, aber ich habe das Gefühl, da haben sie wirklich gesagt, ja, Spieler sollen sich einfach auf das Rollen fokussieren und nicht den ganzen Tag über hinter einem Schild verstecken. Das macht das Spiel zu einfach. Keine Ahnung, ob es das Spiel das so einfach gemacht hat. Ich meine, ich habe Dark Souls 1 hauptsächlich hinter Schildverstecken gespielt und habe da, ich weiß nicht mehr genau, warum ich irgendwann auf das Rollen umgestiegen bin. Vermutlich, weil das einfach dann, nachdem ich mit Schild halbwegs gut war, halbwegs Radagons Ikone, dass ich einfach einen anderen Playstyle mal ausprobieren und Nervenkitzel haben wollte. Irgendwie sowas. Verkürzt die Zauberzeit. Ein legendärer Talisman mit dem Eldenfürsten Radagon verkürzt die Ausrufung von Zaubereien und Anrufungen.
Als Gemahl von Renala von Caria studierte Radagon Zaubereien und als Gemahl von Königin Marika studierte er Anrufungen. So strebte der rothaarige Held nach Vollkommenheit. Interessant. Auch nochmal, dass ich das jetzt sozusagen nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen bekomme, dass Marika etwas mit Anrufungen zu tun hat. Anrufungen, die zwei Finger und Zaubereien wahrscheinlich eher was mit dem Himmel zu tun haben. Und Gravitat... Oder keine Ahnung, ob das nur die Submagie der wie nennt sich das? Gravitationsmagie sein könnte. Aber um noch, euch nochmal ein bisschen zu erleuchten, ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt... Weiß nicht mehr, ob das jetzt am Anfang dieser Folge gewesen ist oder am Ende der letzten Folge. Genau, die Gravitationsmagie, die ich von diesem großen Topos da gekriegt habe, dass Radan die studiert hat. Radan ist eines unserer Ziele. Das ist einer der Halbgötter. Nur um das auch nochmal in die... Gras. Okay. Das nochmal ins Gedächtnis von euch zu rufen. Es hat ja nicht jeder das Spiel schon auswendig gelernt. Und ich... Viele Leute, bin ich ganz ehrlich, gerade im Stream, finden es seltsam, dass ich immer noch nicht mit meinem ersten Run durch bin. Andere sind schon beim 5., 6., 18. Und ich... Ich muss gegen... die Scheiße hier antreten, dass ich nicht aufschalten kann, während der Gegner auf mich zurennt. Danke. Nur Idioten benutzen keine Schilde, wenn andere Idioten ihren Müll hier rumballern. Okay. Na komm, reicht doch mal für ein das hier. Push. Mal gucken, vielleicht investiere ich jetzt erst einmal... nicht Stärke, sondern Kraft 30 oder sowas habe. Das sind, glaube ich, noch 5 Level-Ups. 4 oder 5? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und da sind wir von unten auch nicht drauf gekommen, glaube ich. Was haben wir hier? Objekt voraus. Ich gucke gerade noch mal kurz hier. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich rede, dann kostet mir das so viel Aufmerksamkeit, dass ich nicht in der Lage bin, meine Orientierung oder meine Umgebung da richtig zu begutachten. Das ist total scheiße. Ich gucke gerade ein Projekt von einem LPR. Ach Gott, wie heißt es? I'm on observation duty heißt das. Das ist, du hast eine halbe Stunde Zeit. Das sind, glaube ich, 6 Ingame-Stunden in den 30 Minuten. Und du hast Zugriff auf 5 verschiedene Kameras, sage ich jetzt mal. Du guckst dir halt irgendwie die Spielumgebung durch die Kamera an. Das sind so Stillleben, nenne ich es jetzt mal. Also Räume mit Objekten drin. Und irgendwelche Spukgeschichten sorgen dafür, dass Anomalien auftreten. Also beispielsweise, dass sich Bilder leicht ändern. Sprungender Topf, yay! Dass sich Bilder leicht ändern, dass sich Objekte verschieben und du musst das ausmachen. Und sobald, glaube ich, Scherbe eines lebenden Gefäßes mal 3. Und sobald sich, glaube ich, 4 Anomalien manifestieren konnten, die du nicht ausmachen oder ausgemacht hast, dann gehst du Game Over. Und der Let's Player, der redet über Gott und die Welt, das finde ich super, aber der erkennt die Anomalien, ach hier ist eine, da ist eine, da ist eine, ja, ja, das könnte ich nicht. Ich erkenne diese Anomalien noch nicht mal, während ich jetzt meine volle Aufmerksamkeit auf den Bildschirm richte. Auf einem großen Monitor. Ich bin da zu blöd für, das ist nicht... Keine Ahnung. Das merke ich auch. Keine Ahnung. Gerade bei solchen Spielen hier merke ich, ich muss so ein bisschen... Oder was? Keine Ahnung, ob das passiert ist, als ich älter geworden bin. Früher habe ich ja auch einfach irgendwelchen Mumpitz gelabert, während ich durch Mega Man die Gameboy-Teile das erste Mal gespielt habe. Gott, was war ich da aufgedreht. Und das könnte ich heute nicht mehr. Also einfach über irgendwas anderes reden und das wär's. Beziehungsweise... noch gut spielen. Zumindest in vielen Teilen. Und ich kann auch noch nicht mal richtig gerade ausreden, ne? Ein zweiter Steinschwertschlüssel. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir uns erstmal hier unten weiter um, würde ich sagen. Wo kleine Krabben sind, kann die große nicht allzu weit entfernt sein. Staring Contest. Okay, Lady. Ah, du hast keine Sägezahnscheiben, sondern du hast Riesensicheln. Okay. Okay, du greifst von hinten doppelt an. Danke. Oh, das war knapp. Sollte vielleicht mal einen saufen.
Und jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Nicht getroffen zu werden, das war. Ach, das schwingt zurück. Ja, wie ein Pendel in beide Richtungen. Scheißdreck. Guck mal, was ich kann. Achso, ich kann schlagen. So, ich kann das hier machen. Wow. Guck ja. Haha, machst du dein Türchen auf? Ist Weihnachten vorbei. Ich glaube, jetzt könnte ich so langsam nochmal leveln. Geilheit. Aber vorher nehmen wir das hier nochmal mit Trina. Okay. Stimmt. Ich habe hier noch den Stoßsander von dem. Nicht von dieser Seite zu öffnen, kennen wir. Der Dungeon hier ist übrigens ziemlich groß. Ich glaube im Endeffekt nicht ganz so groß wie der erste Legacy Dungeon. Aber er ist groß. Aber ich kann mich auch irren, weil, sag mal so, wenn man zum Endboss hier möchte, geht das relativ zackig, wenn man den Weg kennt. Und ich kenne ihn ja schon. Aber wenn man alles, oder zumindest das, was mir noch im Kopf ist, mitnehmen möchte, dann dauert das schon einige Zeit hier. Was ich ziemlich cool finde. Eine weitere goldene Saat. Keine Ahnung, wenn das hier so still ist und so wenig Gegner da sind und nur so schwache Gegner. Oh ja, oh ja, oh ja, Panikrolle. Ich hab mich. Ja, darf ich dich jetzt umbringen? Danke. Oh! Das war jetzt Glücksspiel Deluxe. Okay, weil ich halt so wenig hier Lebenspunkte habe. Wisst ihr was? Ich rufe mir jetzt einfach mal Geister her. Warum soll ich das nicht tun? Das ist kein Boss hier und ich möchte einfach mal diese Sache auch nochmal weiter, auch mal benutzen. Was haben wir denn hier Feines Neues? Nehmen wir mal die. Raya Lucaria Soldat oder 74, das könnte ich. Das ist, ach, das ist Latenna. Aber die kann ich, sollte ich hier nicht rufen, weil die nur an einer Stelle rumsteht. Ja, komm, nehmen wir mal die hier. Huch. Und, ach so, ich hab. Moment, wir haben dafür doch etwas von Ratiofarm. So. Jetzt darf ich. 3 Stück sogar. Hallo, ihr Tapferen. Rettet meinen Rücken. Objekt voraus. Lückner voraus. Hört ihr, wie sie mir folgen? Ah. Hätte ich machen sollen, bevor ich gegen diese. Ich weiß nicht, ob die sich eiserne Jungfrau schimpfen, aber. Die eiserne Jungfrau. Wenn ich eiserne Jungfrau sage, meine ich diese komischen großen Viecher, die ihr Türchen aufmachen können, um. Oh, die habe ich eben total übersehen. 44. Ist es nicht ein bisschen viel? Da gibt es diese starken Zombonen draußen. Und da muss ich ordentlich bluten, wenn die mich hacken. Cool. Da muss ich ordentlich bluten, wenn die mich hacken. Und die geben, da muss ich fast zwei Krabben einfach hauen. Oh. Aber besonders viel Schaden macht ihr nicht. Und wie wäre es, wenn ihr als Nahkämpfer mal in den Nahkampf geht? Ihr Stricher. Nein, ich bin euer Tank. Ich muss das alles lösen. Ist klar. Ja, das sind kostenlose Portionchen hier. Die nehme ich doch natürlich mit. Ich bin doch nicht blöd. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier fast alles abgegrast, außer das Gras hier. Danke! Okay, ich habe Angst vor Kopfschmerzen. Okay, okay. Aber als Verweigerung, dann mache ich das eben. Alles muss man selber machen. Ich finde es heutzutage kein gutes Personal mehr. Trinas Lilie. Moment, waren das... Nein, waren doch keine Schmetterlinge. What? Ich habe gerade irgendein komisches Geräusch gehört. Hä? Und hier ist nichts? Ich höre hier doch was. Das hört ihr doch auch, oder? Das ist echt seltsam. Da war noch was. Ich bin mir so sicher, dass da was gewesen ist. Da gehen wir noch nicht rüber, sag ich jetzt. Da kommt man darüber.
Boss sucht? Nein. Also, das bedeutet einfach nur, da geht's zum Boss. Da habe ich noch was gesehen. Achso, das ist nur ein niedergestreckter Feind. Der ein lecker Blättchen bei sich trägt. Oder war das hier hinten irgendwo? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Irgendwo ein kleines goldenes Viech, meine ich. Suche ich gerade. Aber okay, dann eben nicht. So, dann kann ich vielleicht noch den Dreck erstmal nach oben klettern. Ha. Okay, da ist noch einer, der guckt raus. Ja, kommt doch, ihr Säcke. Gut, dann. Toll. Achso, ich hab keinen Saft mehr. Könntest du das Ding mal weglegen? Danke. Okay, du hast mehr Seelen als die anderen. Dann nehme ich dich zuerst. Oh, sie kommen runter. Ja, kommt rein, kommt rein. Ich habe sie eingeladen, nachdem ich hierhin umgezogen bin. Mein Gott, ist das nervig. Dann lasse ich euch mal zaubern. Ich meine, euch mal hauen. Zaudern. Zaudern, nicht zaubern. So. Und bevor der aufsteht, stehe ich ihn auf. Okay. Zeit zum Umguck. Da ist was. Ein Schimmersteinschleifermesser. Oh, damit kann man, glaube ich, andere Affinitäten anbringen. Moment, das war ein Schlüssel-Item, glaube ich. Da ist es doch schon. Gewährt euch die Wahl einer Affinitätsaufwertung für die Waffe. Schimmersteinschleifmesser mit geheimnisvoller Inschrift dient auch als Messer. Wendet ihr mit einer Kriegsasche des Typs körperlich oder Magie eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs magisch oder eisig wählen. Eis soll neben Blut richtig, richtig gut sein, habe ich gehört. Insbesondere beides parallel. Dazu braucht man aber, glaube ich, eine Waffe, die von Haus aus Blutungsschaden macht, wie das Uchigatana. Und bastelt dann da noch irgend so eine Eisig-Affinität drauf. Ich weiß noch nicht, womit das gut skaliert. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das Darkwolf Blade gewesen ist, Meleta Marco, oder ob es MacAnno gewesen ist. Irgendjemand hat mir geschrieben, dass, ich glaube, Blutung gut mit Arkan skaliert. Und ich habe im Stream-Charakter eine Waffe gefunden, wo ich weiß, da brauche ich ordentlich Arkan für, weil es ist auch ein Katana. Und ja, wollen wir mal gucken, ob ich irgendwann mal was ändere. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Aha! Ist das der Weg? Ja, ich glaube, jetzt haben wir die andere Tür von der anderen Seite aufgemacht. Yes! Ausgezahlt. Keine Panikrolle bei mir. Heute nicht, du Luder. Oh, oh, die Dächer. Aber was soll's, gehen wir auf die Dächer. Irgendwann. Ich glaube, die sind völlig separiert. Okay. Ah, da war was. Dich habe ich gesucht. Das war nicht Gold. Danke. Krusti! Steinhaus, Schimmersteinkrone von Haus Carol. Sorry, dann habe ich eure Zeit total verschwendet. Okay. Achso, ich wollte die ja eigentlich mal tragen, aber dann bin ich bei großer Last. Aber ich kann vielleicht noch was in meiner Ausrüstung ändern. Eine der Schimmersteinkronen, die nur den Gelehrten von Raya Lucaria verliehen wurden, deren Bemühungen man als würdig erachtete, erhöht Weisheit auf Kosten der Lebenspunkte. Das sind 9 Lebenspunkte, die ich verliere. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Achso, und davon. Achso, hier verliere ich Ausdauer. Da verliere ich deutlich mehr Ausdauer als Leben. Okay. Beides gibt das Gleiche. Okay, dann. Nämlich das hier. Die Linie des Hauses Olivinus begann mit dem Zauberer Lusat und seiner Also, oder was habe ich zuerst gefunden? Das weiß ich schon gerade nicht mehr. Nee, hier, das hier, Karalos. Eine der Schimmersteinkronen, die nur den Gelehrten von Raya Lucaria verliehen wurden, deren Bemühungen man als würdig erachtete, wird Weisheit zulasten der Ausdauer. Haus Karalos ist das älteste Haus der Akademie und geht auf den Zauberer Azur zurück.
Seine Gelehrten studieren unermüdlich die Geheimnisse der Kometen. Yay! Weg mit dem scheiß Zauberstab! War eh nie meine Welt. Wo zum Henker bin ich denn hier? Bösartige Person voraus. Meinten die mich? Au! Okay, das habe ich völlig übersehen, dass da was ist. Ah, da hinten, da muss es gewesen sein. Ja, oh. Gehen wir auf die Dächer. Oh, ja. Ja, nein, doch. Oh. Wobei, das war, glaube ich, ein Wort zu viel. Egal. Jetzt geht's auf die Dächer. Yay. Von diesen Dächern aus, aber das kann ich vielleicht gleich noch sagen, wenn wir da sind, habe ich einen Bereich gesehen, wo ich echt lange überlegt habe, wie man da verdammt nochmal hinkommt. Vielleicht auch mal. Ich glaube, ich verschwende zu wenig Zeit darin, einfach mal auch den Aufbau dieses Dungeons nochmal zu zeigen. Ne? Da ist der Erdbau. Einfach mal ein bisschen wirken lassen. Nicht nur durchhetzen. Wo sind eigentlich meine Untergebenen? Sind die tot oder verschwinden die nach einer Weile? Oder schaffen die es nicht, hier rüber zu springen? Gut, Ski. Weg mit dir, du Marionettenhals. Okay. Das hier ist, glaube ich, der Bereich, wo wir eben noch waren vor dem roten Wolf von Radagon. Da, wo diese Kometenschüssel ist. So, aber erstmal ich möchte hier ein bisschen umschauen. Was ist das? Nee, das ist was definitiv noch nicht. Aber vielleicht muss ich hier einfach hoch und nicht seitlich dran vorbei, aber seitlich dran vorbei kriegen wir noch was Leckeres. Goldene Rune 4, okay. Okay, dann also noch weiter nach oben. Zum Leiterboss. Okay, mal sehen, ob ich das hinkriege, wobei ich darf ja ein paar Tode rausschneiden. Habe ich noch vielleicht 2-3 Minütchen mehr? Mal gucken. Falle voraus, da ja hoch versuchen. Oh, shit. Fehlfunktion. Okay, einfach nur einmal schießen und dann Roxxon. Okay, Spiral Attack. Todesattack von meiner. Hier ist doch bestimmt noch ein. Ja, sag ich. Oh, da sind bestimmt noch 2 Stück, die da sind. Da oben könnte. Das könnte die Glocke gewesen sein. Okay. Wo wir ja mit dem Aufzug hochgefahren sind. Oder von außen hochgeklettert sind. Ich weiß es nicht, ob es das ist. Warum muss ich gerade an diese komischen Drachenflugviecher aus Sekiro denken? Kristallwurffall. Nett. Wobei mir gehen langsam die Heil-Items aus, fürchte ich. Vielleicht doch keine so gute Idee, mein Schild wegzulegen. Meteorbolzen. Ich hätte gerne lieber Meteorpfeile. Ich benutze doch mehr Pfeile als Bolzen. Okay. Noch mehr Dach. Ich frage mich, ob man da einfach durchlatschen kann. Gucken wir mal. Fark. Mein Gott. Schaffe ich. Oh, come on. Oh. Ah, da bin ich zu spät hochgejumpt. Da bin ich wieder zu spät gejumpt oder hab zu früh in die Richtung gedrückert. Fuck! Einfach drauf stehen bleiben. Einfach drauf stehen bleiben. Nein! Okay, verranzt. Frage ist jetzt, wie kommt man da hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals von außen gemacht, bin ich. Aber ich komme ja auch nicht mehr hoch, scheiße. Ein Versuch und weg ist es. Was steht denn hier? Köder voraus, daher Vorsicht vor Abspringen, okay.
Auf jeden Fall schafft. Da liegt eine Nacht vorbei. Vielleicht von der anderen Seite aus. Nee, darauf falle ich jetzt nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was das Item da oben gewesen ist. Ich habe es zumindest im Stream auf diese Art und Weise da hochgeschafft. So. Mal kurz gucken. Das da unten ist, glaube ich, zu tief unten. Da habe ich einen Feind erspäht. Da ist auch einer. Das wird jetzt nur lustig. Erstens rechts. Toll. War das gut oder war das gut? Bitte kein Headshot. Bitte auch mal umbringen den Typen, danke. Starker Feind. Niemals. Nicht vor meinem Angesicht. Ah, da kommt man runter. Aber bevor wir runter, kommen wir erstmal hoch. Hier gibt's einen coolen Lichteinfall, glaube ich. Zumindest habe ich da gerade was gesehen. Genau, da kommt's gerade runter. So, goldene Rune 4. Aber sonst würde ich sagen, hätten wir hier. Ja, ich glaube, hier hätten wir es. Eine kleine Sackgasse, das liebe ich, dann kann ich da jetzt einen kleinen Haken dran machen. So, hier kann man. Da ist was. Da ist auch was. Okay. Dann fahren wir erstmal hier runter, da haben wir nämlich ein Item sicher. Direkt voraus. Man weiß nicht, was sie einem vielleicht noch hier voraussuchen. Springen voraus benötigt, okay. Mark! Oh! Ich glaube, den habe ich gefunden. Und mit dem habe ich dann diesen einen Turm aktiviert. Das ist die Haupthalle auf jeden Fall. Schmiedestein. Zwei Schmiedesteine, drei. Yay! Okay, da haben wir noch so einen Rund. Da ist noch eine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die runter schon. Ob wir die runterklettern müssen, ob wir die hochgeklettert sind. Ich hoffe, den Sprung schaffe ich. Jawoll! Ah, nein! Nein, nein, nein. Die müssen wir von hier aus runter. Oder müssen nicht, aber können. Aber ich kann ja auch aufs Dach, wenn ich das möchte. Machen wir erstmal Dach. Komme ich von hier aus da runter? Oh. Oh. Das könnte durchaus zu tief sein. Aber das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Mit Gisela! Gisela, surprise, motherfucker! Auf Wiedersehen! Ja, genau! Nicht daneben springen, danke. Okay. Wir sind wieder im Geschäft. Schwein gehabt. Bitte lass hier keinen zweiten von den Ärschen rumlungern. Okay. Aber dafür gibt es zwei von euch. Oh, also ich habe eben eigentlich auch einen Marionettenvogelhelm-Soldaten whatever gefunden. So, genau hier, das meinte ich. Das erinnert euch vielleicht, da habe ich den Runenbogen gefunden. Ich habe zuerst gedacht, ich muss noch so um runterspringen, aber dann habe ich echt gesucht, bis ich den Eingang gefunden habe. Und ja, dann war es nur ein Runenbogen. Wo ich denke, yay! Ich brauche das Zeug doch nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Item da oben schon wieder nicht gekriegt. Wieder runtergefallen vom zweiten Kopf aus. So, da kommt man nochmal irgendwo anders hin. Keine Ahnung, ob ich da hinkomme. Auf jeden Fall! Wir können ja noch ein paar Mal über die Dächer laufen in der nächsten Episode. Keine Ahnung, ob ich dann den Dungeon hier fertig kriege. Hab ich gerade was gehört? Ja! Aber diesmal nur einer. Okay. Und ich glaube, hier kann man runter, aber das hier dürfte ein Bereich sein, wo ich schon mal gewesen bin. Da habe ich nämlich, ich habe hier wahnsinnig viel probiert. Da sind wir, glaube ich, nee, da unten waren wir noch nicht, aber wir bleiben erstmal hier oben. Mal von hier oben. Haben wir eben Licht.
Genau. Kann man auch noch ein paar coole Sachen finden, wenn man nicht runterfällt an der falschen Stelle. Okay. Ich glaube, dann nehme ich nicht den direkten Weg runter, sondern den Weg hier entlang. So, da Kronleuchter. Erstmal hier ein bisschen was abchecken. Gut. Ja, kann ich viel leichter hier drauf fallen. Schimmersteinschlüssel der Akademie. Das ist der zweite Schlüssel. Und damit können wir jetzt, glaube ich, die Quest von Thops weiter voranschreiten lassen. So, da ist eine Brücke. Da ist auch eine Brücke. Und jetzt sind wir da, glaube ich, wo ich die Leiter hätte nach unten nehmen können. Apropos Leiter. Du der Leiter? Nein. Hier ist eine Leiter. Und das hier müsste, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, der Eingangsraum sein. Da ist die Tür, wo wir ursprünglich reingekommen sind. Hier ist eine Leiter, sodass wir von unten jetzt nach oben kommen. Und wir haben den Zertrümmerungskristall gefunden. Ah, komm, der kann mir nicht gefährlich werden hier. 38, krass. Diese Zauberei stammt von den mysteriösen Kristallianern. Er schafft eine Kristallmasse, die kurz darauf explodiert und ihre Splitter nach vorn verschießt. Durch Aufladen verstärkt ihr die Zauberei. Die Kristallianer sind anorganisch. Ich heile mich, du Arsch! Boah. Nein, da bin ich nicht gut genug für, um da durchaus zu weichen. So, egal. Nochmal. Die Kristallianer sind anorganisch, aber es sind echte Lebewesen. Sie verkörpern die Ideale der Urströmung und sind daher hochgeschätzte Gäste der Zauberer. Ich weiß gar nicht, ob es hier mehrere Leitern gegeben gibt. Aber bevor wir da lang gehen. Ich mach keine Sorge, es wird heute ein bisschen länger, fürchte ich. Nein, okay. Doch keine zweite Leiter mehr. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt sein muss, natürlich. Oh boy. Fernkampf voraus benötigt. Ja, gucken wir mal. Guckt es mich an, ja? Okay, das hätte auch ganz schlimm in die Hose gehen können. Parfümeurbolzen. Was zum Henker sind Parfümeurbolzen? Eine durch Parfümeurstechniken erschaffener Bolzen wird unter anderem von Adelswachen verwendet. Beim Aufprall explodiert die Spitze mit einem Funkenregen und verursacht Feuerschaden. Achso, dann machen die gar keine Feuerbolzen. Die schießen irgendwas, was explodiert. Sieht nice aus. Azurner Schimmersteinstab. Ich war mir nicht sicher, ob jetzt hier irgendwas gespawnt ist oder sowas. Was brauche ich dafür? 52 Weisheit. Also, zu diesem Zeitpunkt leicht zu führen. Ein Stab des Urschimmersteinzauberers Azur. Nur wer auch auf das schaut, was jenseits der Weisheit des Steins liegt, hat das Recht, ihn zu führen. Verkürzt die Zaubereizeit aller Zaubereien, verbraucht aber zusätzliche FP. Okay, ja, meinetwegen. Und sonst? Ist hier anscheinend nichts. Vielleicht der beste Zauberstab im Spiel, wenn man die Weisheit hat? Ich habe keine Ahnung. Auch nochmal hier raus. Ja, das dürfte hier der Eingangsbereich sein. Mir sind noch nie diese Schwarten aufgefallen, die da draußen so ihre Kreise ziehen. Oh Gott, schon fast eine Stunde zehn. Aber ich kann mich gerade einfach so schwer loseisen, Minimaus. Hier habe ich auch noch was gesehen. Ich meine, ich kann jetzt noch ein paar Mal über die Dächer. Also, was ich aber auch nicht verstehe, ist tatsächlich, warum ich hier eine Abkürzung habe. Und da kann man runter... Oh! Moment! Jetzt ist es aggro geworden. Habt ihr gesehen? Schimmersteinkrone von Haus Zwillingsweiß. Ich habe keine Ahnung, ob es mehr von diesen Schimmersteinkronen gibt. Ich habe, glaube ich, aber auch nur diese gefunden. Eine der Schimmersteinkronen, bla 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 bla... Erhöht Weisheit auf Kosten der LP und Ausdauer, aber dafür auf 24. Damit könnte ich das Superkatana führen, vielleicht. Gelehrte des Hauses Zwillingsweiß zählten zur Elite der Akademie. Ihnen war es gestattet, ihre Studien und Talente in jegliche Form der Zauberei auszuweiten. Interessant finde ich hingegen, dass diese Köpfe in den Krabben drin sind. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie von der Lore her in irgendeiner Art und Weise erklärt wird, warum das so ist.
Aber hey. Geschafft? Fragezeichen. Ja, ich würde sagen, ja. Dann kann ich jetzt hier runter. Ich weiß nicht, ob man stirbt, wenn man hier runterfällt. Das Blöde ist jetzt nur, dass man hier relativ unsicher ist. Wegen der Trottels. Wo war denn der? Ah, hier war der Weg. Okay, okay, okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. So. Es ist jetzt gut. Okay, dann kann ich mir jetzt nochmal hier... Ja, okay, noch 4 Stufen hier und interessant. Vielleicht muss ich vorerst erstmal nichts mehr in Weisheit reinstecken. Dann, weil ich jetzt diesen... Auch wenn das natürlich vielleicht blöd ist, die ganze Zeit mit diesem Helm rumzulaufen, weil der jetzt auch alles andere als schmückend ist, finde ich zumindest. Aber hey, ich kann meinen Katana damit führen, glaube ich. Guck ich mal. Mondschleier. Vielleicht soll ich das Ding in die Haupthand nehmen. Machen wir das mal so. Und was kann das Teil denn? Okay. Macht magisch. Oh, das schießt etwas weiter. Das ist cool. Das ist echt cool. Ich stelle mich mal in die... Beim nächsten Mal verstärken wir das Teil und dann machen wir hier weiter. Macht's gut und ciao.